Freiraum. Zu sehen sind ortsspezifische Installationen, Objekte und Skulpturen, die für und mit dem Ausstellungsort entstanden. Die Kunstwerke greifen die Architektur auf, spielen mit Form, Farbe und Struktur der Halle, lassen die Höhe, Tiefe, die Ecken und Nischen und die Weite des Raumes entdecken. Die Hauptmaterialien für die Arbeiten sind Teebeutel und Rettungsschwimmwesten. Diese sind jeweils in ihre einzelnen Bestandteile säuberlich zerlegt und daraufhin neu zusammengefügt worden. Das Innere wird sichtbar gemacht und nach außen gekehrt. Das Äußere wird verfremdet und/oder ersetzt. Grundsätzlich werden Materialien, Techniken und Themen in den Kunstwerken neu zusammengefügt. Dabei ist das Material alltäglichen Ursprungs, wie hier die Teebeutel, die Stofftiere oder Vogelnester. Teebeutel und Schwimmwesten interagieren miteinander, mit dem Raum und an einigen Stellen auch mit anderen Materialien. Die Techniken legen Wert auf manuelle Arbeit und Ausdauer. Thematisch werden so Beziehungen geknüpft, die vom Persönlichen zum Gesellschaftlichen reichen, vom Lokalen zum Globalen, vom Privaten zum öffentlichen Leben.